zurück zu einer neuen Folge von Harry Ray mit mir, dem Jan. Jetzt werden wir hier so weiter nach Jorn suchen. Ich muss zugeben, sie hat mich beeindruckt. Gaudi muss irgendwo hier oben sein. Bestimmt leicht zu finden. Ja. Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Meine Güte, ist das alles hier anstrengend. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Hätte ich mich eigentlich nur rausführen lassen können?
So, was für eine Aufgabe kommt jetzt? Was zur Hölle soll ich hier? Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Hab einen. Wahrscheinlich muss ich hier rein. Geht doch nicht. Hier ist ein Schmetterling. Aber was bringt mir das? Da hinten auch. Komme ich hier drüber? Wieder ein Schmetterling da hinten. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Okay. Ist das jetzt hier quasi ein Labyrinth? Toll, jetzt ist ja eine Blutspur. Hier ist der Schmetterling. Okay. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Mann, lauf doch in die Richtung. So, da ist der Schmetterling, wo wir rein können. Was sehen wir jetzt hier drin? Ein Streichholz. Ach so. Was ist denn jetzt der Unterschied hier? Okay, ich glaube, wir müssen hier rein. Falsche Taste. Hier weiter geradeaus durchkrabbeln. Und dann kommt eine Abzweigung. Ist hier Glas? Ja.
Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Ich weiß doch, wo lang. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Ich muss da lang. Weil da ein Schmetterling... Wo kam denn die Ratte her? Meine Güte. Also müsste ich jetzt nach rechts. Da ist, da liegt einer. Ich war wohl nicht der Erste hier. Und der Typ hat den Ausgang nicht gefunden. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Mann, wieso dreht er sich denn jetzt schon wieder um, ey? Meine Fresse, ey. Also muss ich dahin, wo die Flamme hin zeigt.
Da geht's raus. Gedrückt halten. Mann, ey. Und jetzt müssen wir hier rein. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Ich hab gedacht, wir fliegen jetzt voll da rein. Was muss ich hier tun? Ich bin so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Reiß dich zusammen. Ach du Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Komm schon niemals durch. Ach so. Da ist ein großes Loch.
Okay, das haben wir auch. Der wird hier zurückgelaufen. Ja. Mann. Ah, wir sterben hier. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Ich hab das gedrückt, was gesagt wird. L2... R2 und X. Eins. Dreieck. Ah, so. Loslassen. So, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.